Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge der Gegengerade und heute Abend endlich wieder eine genesende Anna zu Gast. Grüß dich, Anna. Ich hoffe, es geht dir wieder richtig gut. Ja, die Stimme ist wie ein gutes Käsebrot, noch ein bisschen belegt. aber ja. Den kannte ich auch noch nicht wieder. Insgesamt auf jeden Fall wieder auf der Höhe. Ja, vielen Dank. Sehr, das freut mich zu hören. Ein belegtes Käsebrot. Sehr schön. Gut, Anna, du hast natürlich, oder wir haben verpasst, über das schöne Spiel gegen Heidenheim zu sprechen. 2:0, das hat, glaube ich, allen Eintracht-Fans sehr gut getan. Haben ja festgestellt, wir haben es zum ersten Mal uns persönlich getroffen. Das war schön. Das war sehr schön. Das wissen, glaube ich, die meisten gar nicht, dass Anna und ich tatsächlich eine reine Internetbekanntschaft und Podcast-Gemeinschaft bisher waren und tatsächlich uns nach dem Heidenheim-Spielen zum ersten Mal persönlich getroffen haben. Das war sehr schön. Und es tat der Eintracht-Seele gut. Wir haben relativ lange nicht mehr, überhaupt nicht gewonnen, zu Hause schon gar nicht mehr gewonnen und dann gegen Tabellendritten. Das war natürlich herausragend, wenn wir auch ein bisschen Matchglück hatten. Das leider im Sinne der Yin und Yang und Ausgewogenheit uns im Spiel dann in Darmstadt leider sofort wieder um die Ohren geflogen ist. Aber der Reihe nach, mit welcher Erwartung hast du dich zu Hause aufs Sofa gesetzt und dieses Spiel geguckt? Sagen wir in der Hoffnung, dass nach dem guten Auftritt zu Hause gegen Heidenheim, dass wir nicht verlieren würden. Weil mir die Mannschaft, habe ich ja auch oft genug gesagt, gefällt. Und ich den Eindruck habe, dass sie absolut mithalten kann. Ich finde auch, dass sie das unter Beweis gestellt hat, auch am Sonntag. Ich habe vorher gedacht, ach, wir ergaunern uns irgendwie einen Punkt, ein 1-1. Und so wäre es ja auch fast, es wäre ja fast so gekommen. Ja. Keine Änderung in der Startaufstellung, hat dich das ein bisschen gewundert? Also ich hätte mal Nicolaou wieder zurückerwartet, aber gut, der war auch gerade von seiner Mandelentzündung genesen, noch ein bisschen vorsichtig sein, nachvollziehbar. Mit Bonga, das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht. Wie ging es dir? Jein. Also wir hatten vorher ja kurz bei Twitter uns ausgetauscht über die Startaufstellung und ich habe gesagt, ich würde genauso aufstellen, weil es insgesamt einfach den Eindruck gemacht hat, dass die Mannschaft in einem gewissen Prozess betrachtet, in der kurzen Strecke zwischen HSV und Heidenheim irgendwie Fortschritte gemacht hat, gerade in der Defensive. Deswegen hätte ich da auch Richtung Offensive und Mittelfeld nichts dran gerüttelt. Wer mir halt super gut gefallen hat gegen Heidenheim, war Lauberbach nach seiner Einwechslung. Den fand ich richtig stark, kompakt, konzentriert, krass effektiv nach vorne. Was mir in den Auftritten von ihm davor immer so ein bisschen gefehlt hat, weil der immer super motiviert war, bis in jede Haarspitze rein. Aber darin fand ich manchmal so ein bisschen die Zielstrebigkeit hat vermissen lassen, die er gegen Heidenheim halt zu 100% gebracht hat. Deswegen hätte ich gedacht, dass er statt Bonga spielt. Mhm. Allerdings muss ich sagen, fand ich das gut. Also wäre gespannt auf deine Einschätzung, aber ich finde die Transfers, bei denen ich nach dem Spiel gegen den HSV noch gedacht habe, weiß ich nicht genau, habe ich wenig von gesehen, gerade Bonga. Aber auch Gechter hat mir gegen den HSV noch nicht gut gefallen. Mhm. Dass die immer auffälliger wurden und, finde ich, schon gezeigt haben, weshalb es Sinn macht, da zu vertrauen und Spielpraxis zu geben und die Mannschaft sich einspielen zu lassen, auch im Wettbewerb. Also ich hätte Lauberbach gebracht, einfach aufgrund, genau wie du es auch gesagt hast, einer starken Leistung gegen Heidenheim. Während Bonga mich jetzt im Moment immer noch nicht überzeugt hat, hat mich auch gegen Darmstadt nicht überzeugt. Er hat ein paar gute Szenen gehabt, das sei unbestritten. Also hat sich einmal sehr schön durchgesetzt und ich glaube, es war Kaufmann aufgelegt, der das Ding knapp verzogen hat dann. Hat die Großchance von Endo mit eingeleitet. Mhm. Wobei ich immer boshafterweise auf Twitter gefragt habe, ob er einfach über den Ball getreten ist, weil er eigentlich aus jeder Lage schießt, ob es Sinn ergibt oder nicht. aber auf jeden Fall, wie auch immer, der Ball kam dann bei Endo an.
der in der, oh Gott, wann war es? Lass mich ganz kurz nachgucken. 10. Minute war es schon, sagen wir mal, den Ball mindestens aufs Tor bringen muss und nicht übers Tor schaufeln muss. Aber also mit Endo werde ich weiterhin im Moment nicht glücklich. Mhm. So, also das ist mit ihm, ich stehe mit seiner Spielweise irgendwie ein Stück weit auf Kriegsfuß. Mhm. Und er ist halt auch laut GSN halt vom Potenzial in nur ein Drittligaspieler. Mhm. Und ich finde, an einigen oder manchen Szenen sieht man das auch relativ deutlich. Also ich finde nicht, dass er in Summe den Teammoment groß weiterhilft. Aber gut, wie du es sagst, vielleicht sagt Schiele Spielpraxis, ich vertraue ihm, lass ihn mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen, könnte sein. Ist schon angesprochen, erste Großchance hat die Eintracht, da muss es 1-0 stehen. Du hast jetzt wirklich schon ein für mich geflügeltes Wort gebracht, nämlich Endo ist immer in Situationen, in denen er doof aussieht, aber da muss er auch erstmal hinkommen. Er steht halt schön frei und haut das Ding halt über den Kasten. Und wieder, oder er bekommt jetzt langsam so ein bisschen den Ruf eines Chancentods. Ja, ich verstehe auch total, was du sagst. Das Spiel ist halt natürlich ein anderes, wenn er nicht spielt. Also es ergibt für mich, oder so Gedankenspiele von AXY hätte den gemacht, weiß man nicht, weil die Situation wäre halt anders entstanden oder gar nicht entstanden oder jemand anders hätte ein Tor aus einer anderen Position gemacht oder eben auch nicht. Ja, aber grundsätzlich, klar, also mit mehr Erfolg im Abschluss gestaltet sich so ein Spiel anders. Ja. Also über Endo würde ich in dem Spiel bis auf diese Szene tatsächlich gar nicht so rasend viel Schlechtes berichten wollen. Also gerade in der zweiten Halbzeit war es ein relativ undankbarer Job, Offensivkraft zu sein bei Eintracht, das muss man sagen. Wollen nicht zu viel vorgreifen. Das sah in der ersten noch ein bisschen besser aus. Da sah er auch besser aus, wie gesagt, bis auf diese Großchance, die er dann nun mal leider vergeben hat. Wobei sich auch da schon abzeichnete im Laufe der ersten Halbzeit, ein bisschen überspitzt gesagt, würde ich das zusammenfassen, so Tendenz Abwehrschlacht mit Nadelstichen. Wie würdest du so die erste Halbzeit beschreiben? Ja, oh, ich fand es schon sehr krass, muss ich sagen. Ich fand es schon wirklich krass. Also super gut gemacht. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, wir stellen uns hinten rein, im Sinne von, wir machen nichts, sondern wir hatten halt keine andere Wahl. Ich habe auch das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen unter der Woche. Fand Darmstadt krass stark, tatsächlich. Du hattest das ja bei Twitter auch geschrieben. Also einem Champions League-Teilnehmer, nicht nur Teilnehmer, sondern die spielen immer noch Champions League, so sind irgendwie auch auf dem Champions League-Platz immer mal wieder in der Bundesliga. Da so ein Spiel abzuliefern, in Führung zu gehen, auch zu Recht in Führung zu gehen, finde ich schon, dass sich das wiedergespiegelt hat. Darmstadt stellt sich überhaupt nicht die Frage, warum die Tabellenführer sind. Großartig. Aber so hat sich halt auch das Spiel gestaltet. Und dafür fand ich sogar noch ganz gut, weil ich den Eindruck hatte, in den Momenten, in denen wir den Ball dann hatten, ging es relativ schnell. Also die Umschaltmomente waren da und haben auch funktioniert. War dann auch so, dass wir durchaus gefährlich nach vorne gekommen sind und Darmstadt sich da nicht irgendwie in Sicherheit halt wiegen lassen, von wegen, naja, wir haben irgendwie 60-70% Ballbesitz und entsprechend irgendwie regeln wir das hier jetzt zu Hause auch. Den Eindruck hatte ich nicht. Und in der Defensive hat super viel gestimmt. Das fand ich total gut zu sehen. Natürlich gehst du nicht mit einem 0-0 gegen Darmstadt in die Pause, ohne jedes Glück zu haben. Mit Lattentreffer und hier Glück gehabt, da Glück gehabt. Aber insgesamt sehr gute Torwartleistung, hervorragender Defensivverbund, einfach richtig gute Teamarbeit nach hinten. Wobei Darmstadt, ich glaube, 15 Gegentreffer erst hatte. Mhm. Also auf jeden Fall hatte ich im letzten Podcast von Eintracht lebenslang auch darüber gesprochen. Das wird Totte wahrscheinlich wieder fuchsen. Defensivspezialist Thorsten Lieberknecht. Mhm. Da kommt das alte Klischee wieder ein bisschen durch. Ich fand Darmstadt, die waren natürlich am Drücken, aber ganz ehrlich, wenig spielerische Momente.
Also die haben viel mit langen Bällen gearbeitet, haben vorne halt Leute, die damit was anfangen konnten. Also die Bälle kamen an, die konnten was mit anfangen, haben darüber Druck erzeugt, war aber eben auch immer eine gute Ecke Zufall mit im Spiel halt eben. Also es war nicht, dass die analog zum HSV wirklich spielerisch groß geglänzt haben. Das fand ich überhaupt nicht. Und man muss dazu sagen, wo wir gerade ein bisschen wieder bei Statistiken sind, was Expected Points angeht, ist Darmstadt eher Mittelfeld tatsächlich. Also die überperformen eigentlich oder sind sehr effizient im Abschluss, um es mal so zu sagen. Also die sind halt krass in der Standards, ja, glaube ich. Ja. Also sehr, sehr viele Tore nach Standards, was ich ja dann eben auch ja in der Performance durchaus widerspiegelt, ist jetzt auch gar nicht so schlimm oder überraschend aus Perspektive Darmstadt 98, wenn du viele Standardtore machst, nicht so viele aus dem Spiel heraus, aber sehr viel Ballbesitz hast und darüber das Spiel kontrollierst. Mhm. Das ist ja offensichtlich ja irgendwie auch relativ erfolgreich. Ich fand es trotzdem ganz interessant, dass du hast es gerade gesagt, Defensivspezialist Thorsten Lieberknecht, dass ich durchaus doch den Eindruck hatte, die müssen auch auf der Hut sein nach hinten, weil wir gerade für unsere Verhältnisse, fand ich durchaus gefällig nach vorne gespielt haben, wie es so schön heißt. Das änderte sich zwar grundlegend in der zweiten Halbzeit, weil das Braunschweiger Offensivspiel ich da nicht mehr besonders bemerkenswert fand, aber nichtsdestotrotz, wir gehen in Führung. Die zweite Halbzeit war sicherlich die Halbzeit des VAR. Das fing schon an in der 51. Minute. Im Moment erstmal zugunsten der Eintracht. Ist im Nachhinein mit zu Recht, muss man sagen, Handelfmeter gegeben werden. Den Winsheimer sehr, 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 sehr geil verwandelt, ich finde. Also genau so schießt man Elfmeter. Ich glaub, der Torwart war sogar in der richtigen Ecke. In der richtigen Ecke, aber der war so scharf und platziert geschossen. War halt kein Rankommen. Also nervenstark ist der Junge und da dachte man schon, naja, Mensch, komm, da geht was. Weil, wie gesagt, klar, war Darmstadt latent gefährlich, hat auch gedrückt, aber Chancen entsprangen immer so ein bisschen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, mehr aus Zufall. Nichtsdestotrotz, der erste vermeintliche Ausgleich zurückgepfiffen, wegen Abseitsstellung, das war in der 68. oder 67. Minute, um Gottes Willen. ein paar Sachen, wo einmal Fesic ein bisschen Ball abprallen lässt und. Dann kommt es doch noch, erstmal eine Sache, die kurz vor der 60. Minute passierte. Ich fand, da fing es an, dass das Spiel sich irgendwie vom Glück her gegen Eintracht wendete. Nämlich Gechter wird abgeschossen, taumelt durch den Strafraum, kippt ins Tor, muss mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Alles Gute, nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Wir haben noch nichts, glaube ich, gehört. Ich habe noch nichts gelesen zumindest, wie es ihm geht. Ob er da auf dem Weg der Besserung ist, aber tipp mal auf Gehirnerschütterung, weil er wirklich völlig desorientiert war. Es kam dann der Ausgleich durch Honsack, der in der ersten Halbzeit relativ träge vorm Tor wirkte. Ich dachte, wow, das ist also der ein großer Goalgetter. Gut, er zeigte dann anschließend, warum er das ist. Hatte natürlich Glück, dass er gegen den berüchtigt kopfballschwachen Demedina zum Kopfball kommt. Da ist der Ball drin, das war ein schön gemachtes Tor. Dann geht es weiter, wo wir dachten, okay, den Punkt vielleicht bringen wir über die Zeit und siehe da, wir bekamen sogar noch mal einen Elfmeter zugesprochen. Aus deiner Sicht zu Recht zurückgenommen? Nee. Okay. Nee, ich finde schon, also ich habe mir ich habe es jetzt nicht studiert, die Szene, aber ich finde schon, dass der Kontakt da ist, oder? Ja, der Kontakt ist da. Die Frage ist, ob es ein Foulspiel ist, weil ich meine, Fußball, oh Gott, Phrasenschwein, der ist nun mal ein Kontaktsport. Ein Kontakt. also ja. ich
muss sagen, also es kommt ja gleich noch eine Szene, wo der VAR eingreift. Ich muss leider sagen, so unschön das ist, in allen drei Situationen ist es bitter für Braunschweig, dass du den VAR brauchtest. In allen zwei Situationen, dass du den VAR brauchtest, aber er hat aus meiner Sicht richtig entschieden. Also ja, also Marx nimmt das relativ dankbar an, fällt da auch sehr schön und spektakulär, aber ich muss sagen, nee, das war kein Foulspiel. Ja, gut, ich meine, man könnte jetzt die Diskussion führen, war es eine klare Fehlentscheidung? Okay, vielleicht. Nee, kann man nicht, aber nee. Dazu ist auch ein VAR aus meiner Sicht da, dass gerade solche entscheidenden Szenen, also der greift ja nicht ein, wenn es um faul im Mittelkreis geht, dass das nochmal gegengeprüft wird, ist in Ordnung. Ich war, also andersrum hätte ich dem eher beigepflichtet. Also wenn er ihn nicht pfeift und der VAR greift nicht ein, auch nicht in dem prüfenden Sinne oder in dem es war aber ein faul Sinne, aber so gibt er ihn erst, nimmt ihn dann zurück und ich, also so in meiner Interpretation, also in dem Moment, in dem sich der Videoschiedsrichter einschaltet, ist es komplett legitim, die Bilder zu prüfen und ihn aufgrund der Bilder, wenn man zu dem Schluss kommt, dann zurückzunehmen. Mir stellt sich eben die Frage, ob die Fehlentscheidung so klar war, dass der VAR sich einschalten muss. Aber gut, das sind tatsächlich Details. Also ich verstehe, was du sagst. Ich finde, der Kontakt ist da. Es war keine klare Fehlentscheidung in dem Sinne, dass er zurückgenommen werden muss. Also ich glaube, viel strittiger an der Stelle, auch von der Entscheidung her, ist dann tatsächlich das Tor von Tietz, was ja erst wegen Abseitsstellung abgepfiffen wurde. Ich fand die Entscheidung auf Tor zu erkennen okay. Sie war aber nicht eindeutig, ganz ehrlich. Trotz super Zeitlupe sehe ich nicht, ob da noch eine Berührung vom Darmstädter Spieler war oder nicht. Also Dekali scheint den Ball nicht mehr berührt zu haben. Ob der Gegenspieler den Ball berührt hat, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, Es wird ja immer bitterer in der Nachspielzeit. Also erst wird durch einen Videobeweis das Tor gegeben. Ferrei kriegt die fünfte gelbe Karte. Ja. Dann gehen die Medina irgendwie, weiß nicht, verliert völlig die Beherrschung und lässt sich mit Gelb-Rot vom Platz stellen. Wegen, also wirklich ein Ding, wo ich sage, Alter, 5.000 Euro in die Mannschaftskasse, das geht gar nicht. Und so geht das Spiel zu Ende. Also nervt alles, einerseits. Andererseits will ich auch ein bisschen fangirlen und da irgendwie ein Wort für die Mannschaft oder für die beiden Spieler einlegen. Weil es fuckt mich total ab, dass die fehlen jetzt gegen Kiel. Das ist scheiße. Aber ich finde es gut, dass es sie so nervt. Also ich finde es total gut, dass sie so genervt sind, dass sie ein Spiel gegen den Tabellenersten 2-1 verlieren. Weil so wenig ich die gelben Karten sehen möchte und die Aktionen, die dazu führen, will ich aber die Einstellung sehen, die dahinter steckt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch so. Also ne, so dieses, ihr müsst kämpfen, bla bla. Weil das reicht natürlich nicht. Also eine Mannschaft, die kämpft, die hat vielleicht irgendwie Einsatz oder Herz oder so, aber damit alleine holst du mich erstmal nicht vom Ofen weg, hinterm Ofen vor. Vom Ofen weg, vielleicht je nach Wetter. Zumindest hoffentlich nicht aus dem Ofen raus. Nee, so weit ist das nicht. So schlimm ist es hoffentlich nicht. Aber das erwarte ich erstmal. Also dass da irgendwie ein gewisser Ehrgeiz da ist oder dass man Einsatzwille zeigt oder so. Aber ich finde es total viel sagen, dass sie sagen, ja, fuck it, ey. Wir hätten hier irgendwie was holen können. Ja. Bei Ferrei weiß ich es nicht. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, was zu der gelben Karte führt. Ich meine, es war ein Foul.
Wo ich glaube, einen Schlappen drüber gehalten hatte. Genau habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, aber ganz echt den Bedienen, das ist Meckerei, Ball Ja, das wegwerfen. ist, ja, das ist einfach, Das ja. hat für mich nichts mit Einstellung zu tun. Also gelbe Karten aus Fitze-Manier fand ich immer völlig in Ordnung Ja. und habe ich gefeiert. Aber das ist eigentlich nur, vor allem, wo keiner weiß, ob Gechter Ja, das ist halt spielen richtig kann. Also scheiße, tatsächlich, ja. jetzt dünnt die Innenverteidigung immer mehr aus. Auf Twitter wurde schon nach Wunderheilung von Behrend und Benkovic gerufen. Naja. Wird nicht passieren. Also Ja, das das stimmt. kommt, das Ja, kommt, das total. kommt jetzt alles leider zu uns halt. Also ziemlich knüppeldicke. Also das Ja. ist, hat mir echt sehr den Nachmittag versaut, muss ich Ja, sagen. Also, wenn das man da kann ich noch einen Punkt nachvollziehen. mitgenommen hätte, wäre noch alles gut gewesen. Aber auf die Art nichts oder mit leeren Händen, zwei gesperrten und einem verletzten Spieler da Ja, rauszukommen, das das hat ist schon voll sehr grau. genervt. Ja. Aber. Ja, ach, vor allem, na, wir brauchen halt auch noch die Punkte, ne? Also es So ist sieht's jetzt aus. nicht nur ärgerlich um das Spiel, Magdeburg hat gewonnen, sondern, den Spieltag. ja. Es Ja. bleibt verdammt eng da unten. Ja, definitiv. Schauen wir mal, was wird gegen Kiel passieren? Was glaubst du? Kiel immer eklig. Mhm. Irgendwie. Freitagabend zu Hause. Da, ja, ich setze ein bisschen darauf, dass wir vielleicht wieder an Heimstärke gewinnen. Wir sind angeschlagen immer noch. Vielleicht aber nicht so schlecht, dass Ferreira nicht spielen kann oder wird. Vielleicht ist er dann irgendwie mittelfristig wieder richtig fit. Versuche ich es mir so ein bisschen schön zu reden, den Ausfall. Nicht so ein richtig gutes Gefühl irgendwie. Na, ich tippe wieder 1-1. Oder was heißt wieder? Ich tippe 1-1, ja. Also ich habe kein schlechtes Gefühl, weil trotz der Ausfälle das Team verkauft sich überall teuer. War schon beim HSV so, war gegen Heidenheim sowieso, war auch in Darmstadt so. Meine Darmstadt nur im Moment alles andere als Laufkundschaft. Da als Abstiegskämpfender zumindest den Punkt in Reichweite zu haben. Das war schon okay, auch wenn Darmstadt brauchen wir uns auch nichts vormachen, am Ende natürlich verdient gewonnen hat. Also Chancenplus lag nun wirklich ganz eindeutig auf Seiten der Lilien. Aber irgendwie scheinen wir es trotz allem kompensiert zu bekommen. Vielleicht gibt das ja mir auch so ein Dennoch-Effekt in der Mannschaft, wo die sagen so, ja, mit uns rechnet jetzt keiner wegen Verletzung hier und Ausfälle da und gesperrt dort und ja. Jetzt zeigen wir es dir mal allen. Also, irgendwas macht Michael Schiele da weiterhin richtig. Und das hat man beim letzten Mal schon gesagt, oder ich habe es auch im Eintracht Lebenslang in der letzten Folge nochmal gesagt. Das ist das größte Fund, was wir, glaube ich, im Abstiegskampf in die Waagschale werfen können. Diese mannschaftliche Geschlossenheit. Also, da ist wirklich ein Team auf dem Platz, was man nicht von jedem Verein, der da unten drin steht, gerade sagen kann. Ja, das stimmt. Nee, ich, ja, mein grundsätzliches Gefühl hat sich auch nicht verändert. Ich meine, wir haben jetzt gegen die drei Top-Mannschaften in der Summe 3 Punkte geholt. Kann man auch so sehen. Klar, irgendwie gegen Heidenheim gewonnen. Aber ja, diese berüchtigte Kurve, finde ich, zeigt schon nach oben. Ich hoffe halt, dass sie in keine typische Abstiegskampfdynamik kommen, sondern dass es ihnen halt gelingt, wirklich von Spiel zu denken, wie es so schön heißt. Weil ich das Spiel gegen Darmstadt jetzt schon sehr typisch fand in seiner grundsätzlichen Dramaturgie. Abstiegskandidat spielt gegen fast Aufsteiger, ja, dann gewinnst du halt am Ende. Dann verpiss dich halt. So. Es ist einfach scheiße, weil ganz im Ernst, wenn gegen jede andere Mannschaft verlierst du wahrscheinlich nicht, einfach weil sie nicht ganz oben steht. Weil, ja, wir kennen das alle so. Wir waren auch Das schon in der gleichen Situation. macht's aus. Ja. Naja, So, aber die gehen halt wirklich bis zur 94. Minute, laufen die ins Tor aus mit dem Ball, wenn sie wollen und wenn sie, oder weil sie wollen und weil sie es können. Und weil sie so krass an sich glauben. Und du stehst auch nur da oben, weil du aus irgendwelchen diffusen Gründen dieses Spielglück hast. Haben sie eben. Genau.
Gut, Schwamm drüber. Wir nehmen das Positive mit, dass es fast gereicht hätte, dass wir diesen Druck doch lange irgendwie standgehalten haben, mit ein bisschen Glück, mit vereinten Kräften. Gut, am Ende war das Spielglück ein bisschen aufgezehrt. Wir hatten schon gegen Heidenheim Spielglück, muss man auch mal anerkennen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir da im Moment in so eine Spirale reinrutschen, weil da spricht das Heidenheimer Spiel ganz klar gegen, aus meiner Sicht. Ja, das stimmt. Gut, wir gucken mal. Ich hoffe mal, es ist komisch von außen nicht nachvollziehbar. Also das wird sehr gute Gründe haben, dass ein Verrei so die letzten 10 Minuten nur reinkommt, weil jetzt ja doch schon ein paar Wochen wieder vergangen sind. Aber wie du sagst, gut, dann soll sich halt nochmal eine Runde ausruhen, auf die Tribüne sitzen, Wolters trinken, das Spiel genießen. Und dann geht's die Woche drauf. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Stammpersonal oder mehr Auswahlmöglichkeiten einfach für den Trainer. Dann mal weiter. Also, wir halten den Kopf oben, würde ich sagen. Definitiv. Definitiv. Glauben an unser Team, haben auch allen Grund dazu, wie ich finde. Und Toni Utscher kommt ja sicherlich auch mal wieder. Aha. Winsheimer und Utscher da vorne, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ja, definitiv. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf, ja. Ja, das könnte sehr gut funktionieren sogar. Gut. Ja, definitiv. Anna, bedanke mich ganz herzlich, dass wir das Spiel damit einmal aufgearbeitet haben. Jetzt bin ich es auch alles wieder los. Ich war doch schon heute echt noch immer ein bisschen genervt, muss ich sagen, von den Ereignissen gestern. Aber gut, abgehakt. Wir gucken nach vorne, nicht als Klischee oder blöden Spruch, sondern wir gucken, glaube ich, wirklich nach vorne. Und dann geht es Freitag im Tempel weiter. Oh ja. Oh ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.